Achso, hier geht's auch weiter. Ja, gut. Das ist ja eigentlich ganz solide. Ja. Weiß, kann man sich gleich nicht sagen. Ja, dann mal Tau. Dann schnapp mich mal. Würde ich sehen, wie du mich schnappst. Ich seh dich! Schon krass, wie ich dich über den Haufen schieße. Das sehe ich jetzt aber nicht so. Aber wir gucken mal eben, vielleicht gibt es hier noch Räume, wo wir was mitnehmen können. Nein, hier. Okay, gut, das hat sein Limit erreicht. Hier gibt es nichts. Gibt es auch nichts. Gucken wir mal eben da. Einfach nur mal zur Vorsichtshalber, dass wir mal eben kurz alles mitnehmen.
Ihr wisst ja, wie ich Games da spiele. Wir nehmen immer alles mit, was wir mitnehmen können. Raketen, das ist wunderbar, dass wir die wieder haben. An die habe ich mich mittlerweile echt gewöhnt. Na, hier gibt es jetzt auch nichts so Tolles, ne? Ah, Raketen. Nice. Ist ja alles. Ja, das geht ja jetzt so. Dann haben wir das jetzt geschafft. Ich finde das immer geil, wie wir das dann doch schaffen. Okay. 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 Achso, hier wäre es dann. Gut, Totenkopf. Wo geht's hier lang zu Totenkopf? Ich glaube hier. Mal Lehm, was wir uns holen können. Limit erreicht, Raketen. Okay, das können wir brauchen. Hast du? Das sind schon kranke Experimente. Na, es ist, aber das ist ja eigentlich gar nicht so verwunderlich, weil so wäre es halt wirklich irgendwie gekommen, in irgendeiner Art und Weise, wenn die Nazis halt gewonnen hätten. Einen Elefanten zu leben. Da muss irgendwas mit ihrem Hirn nicht stimmen. Geschieht hier recht. Na. Ja, geschieht hier recht, Oma. Ja.
Ich hab deinen Lustknaben gerade aufgeschlitzt hier. Okay, gut. Während Oma Engels versucht, das gerade irgendwie zu verarbeiten, dass wir ihren kleinen Lustknaben gerade gelünscht haben. Ja, aber was fällt er uns denn noch an, ey? Wer weiß, was der damit uns noch machen wollte. Und irgendwas stimmt nicht mit unserem Hirn. Irgendwas stimmt nicht mit unserem Hirn. Was stimmt mit deren Hirn nicht, ey? Führen kranke Experimente an Menschen durch und schlitzen die auf und keine Ahnung was. Boah. Da stimmt was mit deren Hirn nicht, aber nee. Der Deutsche. Der tickt ja nie aus. Ja, Tom, wir hatten so viel Leben gehabt, ne? Und jetzt ist wieder alles weg. Ja, genau. Da wollten wir hoch. Nicht schlapp machen. Noch nicht. Nicht bevor sie in Sicherheit ist. So. Zack. Da haben wir das Problem. Der Hubschrauber ist bereit, wenn Sie es entlassen. Sobald Sie mit unseren Leuten aus der Basis raus sind, fliegen wir rein und gabeln sie auf. Nachdem Seth uns aus den Zellen geholt hatte, wollten wir auf eigene Faust ausbrechen. Gut, Sie zu sehen, Blaskovic. Schön, Sie bei uns zu haben. Wir müssen raus hier, Leute. Lauft, schnell! Lauft! Lauft, schnell! Oh Gott. Dieser Fahrstuhl ist... Hier geht's lang. Blaskovic, hilf mir hoch! Okay. Danke. Holen dich da raus und dann verschwinden wir. Es muss auf dieser Welt auch noch einen Ort geben, wo man leben kann und wo man glücklich sein kann. Ganz bestimmt. Aber nicht für dich und mich. Besuch habe ich wirklich lange nicht mehr bekommen. Ja, dich hole ich mir jetzt, du Arschratte. Ja, ich kenne Sie. Wir sind uns schon begegnet, aber heute ist es sicherlich das letzte Mal. Captain Blaskovic. Noch immer am Kämpfen, nach all den Jahren. Ich erinnere mich an Ihren Freund. Zu gerne tue ich das. Und wie... Wie ist das bei Ihnen? Bei dieser Arbeit ist man leicht anfällig dafür, Mitleid zu empfinden. Wir müssen lernen, dass es nur ein nutzloser Instinkt ist. Völlig unpassend für unseresgleichen. Hoch! Hoch! Auf die Platte! Verdammte Nazi-Schweine, ey. Boah.
mal nieder mit allen, ey. In die Ga- Verzeihung. Menschen wie Sie. Ihr Geschäft ist Tod und Zerstörung. Doch bedenken Sie eins. Am Ende werden wir gemessen nicht an dem, was wir zerstört, sondern geschaffen haben. Fergus. Oh. Begreifen Sie das Wunder darin, die Intelligenz des menschlichen Gehirns zusammengeführt mit der Effizienz und dem Gehorsam der Maschine. Nein. Sammy, was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Maschinenmensch, läubere den Raum! Los, ja. Ja, wie sollen wir hier raus? Ich verstehe das nicht. Maschinenmensch, säubere den Raum. Wow. Achso, warte mal. Das wäre jetzt nicht so gut. Er sitzt gerade neben mir. Auf dem Schreibtisch und guckt sich das an. Hm? Feuerst du Papa? Er ist doch jetzt der, der Bossfight. Ich brauche auch gleich Leben. Ach so! Ach so! Wir haben jetzt hier alle Waffen verloren. Ich verstehe das nicht. Ein Wunderwerk der Technik. Sie sollten ihn bewundern. Sie verehren. Komm, runter, Sammy, komm. Wieso hab ich denn... Hä? Aber wie? Ich hab meine Waffen verloren. Mann!
keinen Spaß mehr mit diesem. Ja, ey. So einen Bosskampf machen, ne? Alter. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Komm. Weißt du, wenn du nur einmal nur mal nach links. Das ist nicht witzig. Das ist überhaupt nicht witzig, ey. Jetzt habe ich die auf einmal. Natürlich. Sie verblüffen mich, Captain. Aber sie machen mir keine Angst. Ah, Prometheus, stehle ich das Feuer von den Göttern. Thor, aber ist mein Schild. Sie wollen mich schwächen, aber mein Schild zieht seine Kraft aus den Sturm, direkt aus Asgard. Aus Asgard? Oh, bitte. Nicht die arme nordische Mythologie. Oh, wie jämmerlich. Sie fliehen wie eine Kakerlake vor dem Licht. Nur Haut und Muskeln schützen ihre zerbrechlichen Organe. Nun, meine Waffen sind aus bestem Stahl. Meine Waffen sind unermesslich.